Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Vlog. Ich bin in Bali am Flughafen. Habe jetzt gerade schon mein Gepäck abgegeben. Ich zeige euch hier das mal ganz kurz. Das ist jetzt nur noch mein Gepäck, das ich mitnehme. Also nur noch Handgepäck. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe mir hier ein Kissen genommen. Da habe ich mein ganzes paar Klamotten reingetan, weil Kissen nicht als Handgepäck zählen. Hab die Tasche und hab den kleinen Koffer. Ich hoffe, das geht alles durch als Handgepäck. Meinen großen Rucksack und die andere Tasche, die habe ich jetzt hier in so einem Storage abgegeben. Genau, die habe ich hier in so einem Storage abgegeben. Da habe ich jetzt hier so eine Karte bekommen. Hat eigentlich echt ganz gut geklappt. Hier ist die Rechnung. Hat gekostet 780.000. Also knapp 90 Dollar, so um die 60 Euro. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Habe ich jetzt erstmal für einen Monat abgegeben. Ich denke, ich werde es noch verlängern, weil ich danach wahrscheinlich noch nach Thailand fliege. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit und ja, dann geht's los nach Sri Lanka. So, Freunde, angekommen in Kuala Lumpur. In Malaysia, es wird dunkel. Es ist nicht viel Zeit, um umzusteigen. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Habe jetzt circa eine Stunde Zeit. Und dann geht es weiter nach Colombo, nach Sri Lanka. Deswegen ein bisschen beeilen. Das hier mit meinem Handgepäck, das hat alles geklappt. Habe ich alles dabei. Und ja, ich suche jetzt mal das Gate. So sieht das hier aus. Sieht eigentlich echt ganz schön aus hier. Da müssen wir hin zu Gate P. Da werde ich jetzt mal hinlaufen. So, Freunde, bin angekommen in Sri Lanka. Ja, hat jetzt alles geklappt. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo ich ein Taxi finde. Zum Hotel müssen es jetzt so circa 20 Minuten sein. Ups. Ja, dann gucke ich mal. Sehr cool, das Wichtigste. Hat geklappt. Und ja, jetzt hole ich mir hier erstmal Internet. Relativ günstig, 9 Dollar, 5, 9, 10, 10. Kann man machen. Jo Freunde, was geht ab? Wir haben es jetzt morgens. Ich habe gestern nicht mehr viel gemacht, ich war so müde. Hab gepennt, wobei wir haben es noch nicht mehr morgens, wir haben schon 12 Uhr. Huch. Ja, und jetzt wollte ich mal so ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Ich zeige euch erstmal hier meine Bude. Hier geht's rein, da lade ich gerade alles. Ja, da ein Bett, hier irgendein Schrank, den man verschließen kann. Hier meine Sachen, da eine kleine Ablage. Genau, hier mein Bett, Klimaanlage, ganz, ganz wichtig heute Nacht gewesen. Dann hier das Bad. Ja, nichts Besonderes, aber ja, geht klar, ist alles sauber, geht fit. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich zeige euch mal hier. Das ist mein Ausblick und ich werde jetzt mal irgendwo hinlaufen. Gucken wir mal, was hier so abgeht und ich will auf jeden Fall was essen. Das heißt, wir sehen uns gleich. So Freunde, ich hoffe, ihr hört mich. Hier ist auf jeden Fall sehr viel los und es ist sau warm. Also gefühlt wärmer als in Bali. Ja, mal gucken. Ich laufe hier einfach planlos rum. So, da hinten sollte das Meer sein. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Hier ist sehr schön so. Irgendwie gefällt mir hier. Sieht alles ganz schön aus. Aha, da hinten seht ihr es. Da ist das Meer. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Da wollte ich gleich essen gehen. Mocha Seafood. Aber erst gehen wir ans Meer. Ja gut, ich dachte, es wäre hier ein Strand. Ja. Doch nicht. Ich gehe wieder zurück. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin sau laut. Ich habe mich jetzt hier so im Kopf gesetzt und lass mich jetzt in den Räumen fahren.
muss sagen, ich bin gerade ein bisschen dezent überfordert. Keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Ja, keine Ahnung, mal schauen. So, Freunde, ich hab's jetzt hier auf irgendeinen Markt geschafft. Ich bin so überfordert. Hier sind so viele Menschen. Es ist so warm. Hier gibt's so gefühlt alles Mögliche: Schuhe, Klamotten, Taschen, Brotdosen, alles. Alles. Mit dem Mann bin ich gerade unterwegs. Der hat mich gefunden, hat mich eingesammelt und führt mich jetzt ein bisschen hier rum. Ja, eigentlich aber ganz interessant. Hier ist jetzt die Küchenabteilung. Hier geht's ab, ey. Unglaublich. Ich bin wirklich so ein bisschen überfordert. Ganz viele Früchte, Säfte. Wirklich eine ganz andere Welt hier. Schon krass. Ich habe jetzt Bananen gekauft. Die sind sehr lecker, sind so kleine Bananen. Und Mango Juice ist es einfach. Überall hier in Asien Mango Juice. So geil. Und noch so eine Fischrolle. Ja. Ich mache jetzt noch ein kurzes Voice-Over, weil es am Strand so windig war. Deswegen hat man da nichts mehr gehört. War auf jeden Fall sehr, sehr schön am Strand. Wie gesagt, war ein bisschen windig. Aber sah auf jeden Fall echt sehr, sehr schön aus. Vom Strand her hat mir das auf jeden Fall auch besser gefallen als in Bali. Hier war ich dann noch kurz, habe ich mich kurz verlaufen, war so bei ein paar Fischern da am Boot. Aber die waren auch alle sehr nett und ja, dann bin ich einfach ein bisschen weitergelaufen. Bin dann da weiter am Strand entlang gegangen, habe hier noch einen Hund gesehen. Und wie gesagt, war auf jeden Fall sehr, sehr schön da am Strand. Und ja, waren eigentlich kaum Leute da. Touristen habe ich jetzt auch gar nicht viele gesehen, also konnte ich wirklich auch an einer Hand abzählen. Bin dann nochmal hier in so eine Kirche, die habe ich noch gefunden auf dem Weg. Die sah auf jeden Fall sehr schön aus und habe generell gesehen, die sind hier sehr, sehr gläubig. Überall hingen so Jesus-Statuen und ganz viele Kreuze. War auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze da auch nochmal zu sehen und auf jeden Fall auch ja, relativ oder sehr beeindruckend. Dann habe ich auch nicht mehr viel gemacht, bin dann noch nach Hause gegangen, habe noch was gegessen. Und genau, das war es dann eigentlich. Ich habe auch vergessen, das Outro aufzunehmen. Deswegen ist das jetzt hier im Prinzip das Outro. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich würde mich wie immer über ein Like freuen, über ein Abo und natürlich auch über einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.